Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, WMAN 21 zu 9. Und ja, ihr habt ein bisschen was verpasst. Ich sag schon an dieser Stelle, oben rechts auf das E-Symbol klicken bei YouTube. Dann kommt ihr nämlich schon mal auf die Playlist von Genshin Impact. Denn wir haben... Ach, das war die falsche Karte. Wir haben nämlich vor 15, 16, 17 Folgen so um den Dreh, das waren auch viele Folgen gewesen, große Kluft besucht. Haben dementsprechend auch Schlund des Abgrunds betreten können, das heißt die unterirdischen Minen, konnten das hier alles aufdecken, paar Missionen gemacht, Sachen gesammelt und so und haben zweimal eine Frau getroffen mit einem feinen Bogen, dunkelblau, ich dachte zuerst, das wäre vielleicht Euler, weil die sah fast nämlich genauso aus wie Eulers Sachen, was sie auch trägt. Beim ersten Mal haben wir sie nur gesehen, dass sie weggelaufen ist in diesem Bereich, beim zweiten Mal hat sie uns hier gerettet bei so einem Monsterkampf und so weiter. Die Höhle sieht zwar nicht groß aus, sie ist aber unglaublich tief. Ich habe auch meine Äußerung gesetzt, dass wir hier ungefähr gute 2 Kilometer im Boden sind. Also doch extrem tief an 3, 4 Stellen. Und ja, wenn ihr das gucken wollt, oben rechts, wie gesagt, E-Symbol klicken, dann kommt ihr auf die Playlist. Davor wiederum haben wir auch die Story von, oder dieses Finale von Chongun Rain gemacht. Und wenn ihr das auch gucken wollt, da kommt auch hier Miko vor und La Signora und so. Einfach anklicken, fertig. Ja, wir sind gerade auch hier, weil wir auch die Chance nutzen sollen, wenn wir gerade schon hier sind. Wir müssen Harz verbrauchen, das heißt, wir müssen am besten gegen die Hydrohypostase kämpfen, damit wir mal auch langsam hier mit Sangonomiya Kogomi weiterkommen. Denn sie benötigt ein paar Sachen. Bosse haben wir jetzt auch im letzten Mal gemacht, kriegen wir auch einen Pull gratis dazu. Perlen sind die, die wir suchen. Und hier steht empfohlen, auf Watazumi zu finden. Wir haben bereits 13 Perlen schon gefunden über die Zeiten vorher und so. Ich würde gerne nochmal hier die, ich sag mal, die Zeit investieren und mal gucken, wie sie genau aussehen, weil ich es gerade nicht im Kopf habe, wonach wir suchen müssen. Ja, und überall funkeln Sachen. Ah, ach so, jetzt erkenne ich das. Da ist eine Perle hier drin. Ich dachte, die große Pflanze, hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Okay, gut, dann weiß ich schon mal, wonach wir schauen sollten. Denn wir brauchen um in die Perle weiterzukommen. Wir brauchen Sangonomiya Dings wegen den Wasserattribut. Weil wie oft hatten wir einen Gegner gehabt von Typ Feuer mit Feuerschutzschild oder was auch immer und dann so, mit Wasser wäre das nach 2 Hits weg und so, ne? Deswegen würde ich gerne mal kurz mal die Zeit investieren, mal hier ein bisschen umzugucken, so, weil da haben wir noch nicht so viel gemacht. Es gab auch eine Storyline hier, oder zumindest eine Mission oder zwei. Ich glaube, das habe ich auch betitelt mit Schwertfisch 2. Ebenfalls auf der Playlist zu sehen und so. Also, wir haben auf jeden Fall was zu tun. Ich sehe, hier gibt es auch eine Mission. Vielleicht soll ich auch mal anfangen, die Mission hier auch mal auf der Karte zu markieren. So. Nee, lass mich das Ding. Nee. Oh, gut, dann mache ich das so, 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 so. Und ja, laufe ich mal hier den Weg weiter. Ja, aber ich glaube, beim letzten Mal habe ich das schon mal gemacht, als wir hier waren. Neue Sachen bekommen. Weil es geht jetzt langsam hier weiter nach oben, würde ich mal sagen. Ob hier oben welche. Oh! Da habe ich einmal auf die Karte geguckt. Warte. Ist das nicht das und das? Vielleicht sind die wirklich tiefer. Wir brauchen unbedingt die Perlen. Warte, wir haben 2 Perlen gesammelt. Ist Elektro. Wir haben, ja, diese haben wir gerade sogar ein Team drin, ne? Sehr gut. Reicht das denn aus, das einfach so zu machen? Hey. Und? Wo ist denn der dritte von denen? Ha, gut, müssen wir mal gucken. Vielleicht hat sich da so unten versteckt. Nö, okay, gut. Perle einsammeln. Ah, hier ist noch eine Perle, noch eine Perle. Schön, dass wir hier so viele Perle auf einmal haben. Sehe ich hier noch irgendwas? Ich sehe halt da oben das Ding. Wie komme ich denn da ran? Achso. Zack, zack. Ich muss vielleicht mich hier positionieren. Nee.
Achso, ich bin nicht mehr geladen. Stimmt, da war was. Ein bisschen Parkour machen. Und dann mal gucken. Kriege ich mich nochmal. Ah, ich bin schon entladen. Warte, das führt mich dorthin. Yes. Gott, ey. Das war richtig ekelhaft knapp gewesen. So und voll unvorbereitet von mir aus gesehen. Ja. Let's get down to Ja, business. kannst du ruhig machen. Ich will nur gucken, wo du hinfliegst. Da unten ist auch noch eine Perle. Ja, was macht ihr jetzt? Jetzt kommt ihr hier nicht, wa? Du bist nass. Ihr seid bei. Warte, krieg ich Come dich a little getroffen? closer. Blitz. Die da unten krieg ich getroffen. Ich hab denen sogar auch nicht was gegeben, ne? Gut. Don't be such a Nein, ich will. brute. Ey, ich will wechseln. Ich will Charakter wechseln. Ich will dich einfrieren die ganze Zeit. Oh, so sorry. So. Alter, ich sehe gar nichts, wenn man so nah an der Wand ist. Supraleiter, einfrieren, nass. Einfach alles gleichzeitig. Und das in Bunt und in Farbe. So. Zack, 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 zack. Der andere ist ja schon weg. Den werden wir gleich aber auch einmal aufwecken müssen, weil da auch eine Perle ist. Habe ich da schon genug Perlen? Wenn ich das jetzt aufsammeln würde. Ja, jetzt kommst du. Okay, machen wir es so. Zack, 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 zack. Einer ist besiegt. Der wird jetzt auch umfallen. Der hat auch nicht so viel Leben. Ich weiß gar nicht, was sie droppen. Ach, Handschutz. Irgendwann braucht das. Shogun Rain, glaube ich, war das doch, die das braucht, oder? Okay. Sango-Perle. Okay, lass mich mal bitte checken. Weil ich das jetzt nicht mehr im Kopf habe. Ah, eins fehlt noch. Okay. Wo ist das Seele-Ding geflogen? Das ist das Seele-Ding. Okay. More speed. Jetzt haben wir genug. Okay. Das ging schnell. Habe ich wohl vergessen aufzuheben. Klick-Kling. Das heißt, wir kriegen wieder einen Gratis-Pull. Achso, dann muss ich hier oben erstmal klicken. Das da. Zack. Wie viel haben wir? Jetzt haben wir 10, ne? Yes. Ein 10er-Pull. So, okay, durchleveln. Einfach provisorisch, solange wir die Seiten haben. Wir kriegen ja eh immer wieder die Seiten, also. Na. So. Dann können wir auch langsam mal anfangen, sie vorzubereiten. Gut, 60 ist noch nicht ganz so stark, aber gut. Wie viele Perlen? 30. Easy. Kriegen wir zusammen. Das kriegen wir zusammen. Das kriegen wir zusammen. Das hier war Gespenst. Achso, Gespenster. Ja, gut. Okay. Ich sollte mal vielleicht auf der Karte auch mal sowas markieren, oder? Hier, hier, hier. Mehr Symbole wären nice, oder dass man sie irgendwie beschriften könnte. So wie bei Spielen wie Valheim oder so. Da geht es ja. Da hat man aber auch nicht so viele Symbole, leider. Nee, ich dachte, das können wir kaputt machen. Bitte sag jetzt nicht, du willst ganz nach oben. Nö, du willst mich einfach nur täuschen und fliegst sonst wohin. Da hinten ist die Dockingstation. Hier. Oh, da ist auch noch eine, oder? Ne, das sind Pflanzen. Okay, ich wollte schon sagen. Willst du wirklich immer hin und her und hin und her? Manchmal sind die richtig nervig. Ja, was war das denn? Gut. Dann dorthin. Na, hier ist ein Dorf. Hier haben wir ein bisschen. Naja, gut, die ganzen Truhen und so weiter. Irgendwann, also. Wir sollten nur halt wirklich jetzt nutzen, wenn wir gerade das meiste hinter uns gebracht haben. Bisschen farmen, bisschen die Materialien zusammen organisieren. Ach, genau, hier braucht man auch Elektro ganz viel. Man muss gucken, wie man das besser teilt. Ach, da sehe ich eine Sango-Perle. Genau. Es sagt ja schon, in welcher Reihenfolge wir das lösen müssen. Deswegen. Nur das Ding geht halt nach einer Zeit auch aus, ne? War das nicht so? Ist wie so ein Stern halt, ne? Come a little closer. Ich guck mal, ich glaube, oder? Na komm, beweg dich. Na, beweg dich. Okay.
Also geht das doch nicht nach einer Zeit aus, oder täusche ich mich gerade? So, jetzt da nach oben. Es gibt aber welche, die gehen nach einer Zeit aus. Ich dachte, das wäre das hier. Ich glaube, das war das letzte. Ne? Die Musik klingt, also dieser Soundeffekt klingt schon anders. Und klick. Wo ist die Truhe? Ach, da oben. Ach, hier sind noch mehr Perlen. Vielleicht sollte ich mir das auch auf der Karte spotten. Weil wir werden noch einige Perlen benötigen. Ich weiß halt nicht, ob das exklusiv für den einen Charakter jetzt ist oder ob es noch mehr Charaktere gibt. Aber wenn da schon 30 steht, gehe ich davon aus, dass wir doch ein bisschen mehr brauchen werden. Also jetzt zum Upgraden meine ich natürlich. So, 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 so. Okay, zack, 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 zack. Haben wir das auch. Was machen wir als nächstes? Ich denke, ich gehe mal vielleicht auf die andere Seite der Karte. Ne, ich will nicht nach Enkanomia nochmal. Wir waren da jetzt zweimal gewesen. Einmal regulär Enkanomia und einmal Event Enkanomia. Und Event Enkanomia war nervig. Da sind Gespenster, die kann man immer noch herausfordern. Überall, hier sind also relativ viele Gespenster zum Farmen. Na, wo fliegst du denn jetzt hin? Ach da, okay. Ja. Zack. Ach so, da. Da. Zolle deinen Respekt an der Statue. Was war das nochmal gewesen? Ach so. Mhm. Stimmt, ich habe vergessen. Die Dinger können sich ja verwandeln. Okay, hier scheint sonst nichts zu sein bezüglich der Perle. Diesen Bereich hatte ich, glaube ich, auch schon mal ein bisschen erkundet und so. Ach, oder? Naja, das sind diese andere Sachen, diese... Ich weiß gar nicht, wer das gebraucht hatte. Haben wir überhaupt den Charakter? Das ist halt auch die Frage. Was war das? Also... Wo bringt uns das hin? Schleim. Ach, wenigstens hier nach oben so ein bisschen. Ach, hier gibt es noch mehr von diesen Dinger. Okay. Zack. 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 Achso, Brocken Eisen haben wir. Zack. Ey. Achso, ja. Ich sollte diese Mission auch mal langsam markieren. Wir haben zwar noch nicht alle Nebenmissionen gemacht und so, aber... dieses Symbol, zack. Wisst ihr was, gehen wir direkt mal nach oben. Ich schleide mal so Richtung nördlich so ein bisschen entlang. Dann haben wir hier wenigstens, wie heißt das, einen kleinen Überblick. Vielleicht sieht man von hier oben noch etwas. Noch sehe ich nichts. Was ist da unten? Achso, die Dinger. Da unten ist eine Plattform. Ach so, da war ja was. Ja, ja. Gibt es hier sonst keine Perlen mehr? Na, hier sind noch Gespenster und so. Ach so, das ist die Armbrust. Ja, okay. Nee, hier unten ist nichts. Ja, weil wir diesen Bereich bereits erkundet hatten. Sind die Samuraien. Ich dachte so, was platzt denn neben mir, so nach dem Prinzip. Okay. Du wolltest Stress? Achso, der hat Feuer weg. Stimmt, da war ja was. Solche gibt's ja auch hier. Zack, zack, zack. Zack. So, bleib's eingefroren. So. Naja, komm, bleiben wir lieber doch auf Elektro-Eis-Kombo. Wir könnten gleich nochmal diese Hydro-Hypostase herausfordern. Die müssen wir halt für ihr. Zack. Nein, 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 nein. So leicht machst du nicht. Hab dich. Was droppst du nochmal, diese Handschutzding, ne? Genau. Ah, der ist gegangen. Okay. Wir könnten noch das hier mal besuchen. Das haben wir noch gar nicht gemacht, so irgendwie. Irgendwie, ja.
Man kommt da so ekelhaft vorbei, aber wenn ich hier diese Ruine nehme, dann müsste ich mich doch direkt da teleportieren können. Es sei denn, das Ding ist unter Wasser. Dann müssen wir erst das Rätsel lösen. So. Ja. Die Ching-Ding da hat uns gesehen, so wie immer. Aber die muss erstmal an uns rankommen. Ach, die Mutter von ihr? Keine Ahnung. Ich finde, sie könnte die Mutter von ihr sein, so ein bisschen. Die spawnt da ja auch immer. Stimmt, auf der Karte wird ja was angezeigt. Naja, egal. Lass uns das kurz mal hier aufdecken, die Ruine. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Ah, diese Kristalle, kurz warten. Zack, zack, zack. Die ignorieren wir erstmal. Zuckerblume war ein Gegner, weil er kein Symbol war, sondern eine Sprechblase. Oh, auch vom Typ Elektro. Na gut. So, wie kommen wir da nochmal hin? Warte, ist da eine Sphäre drumherum? Nee, wir waren doch da schon mal, ne? Boot wäre natürlich am besten. Komme ich da durchgeschwommen? Ich probiere es mal aus. Wenn wir langsamer schwimmen, verbrauchen wir auch weniger Ausdauer. Okay, links sehe ich schon mal so ein Roboter-Monster wieder. Hier ist wieder so ein Armbrust-Rätsel-Ding. Wahrscheinlich das hätten wir nutzen können, um uns dahin zu fliegen. Ach, hier ist wieder so ein Roboter. Also okay, das sind immer diese Viecher. Okay. Der ist richtig auf Patrouille. Boah, wie schnell das Ding ist, ey. Hier sind wieder diese Dinge, um uns hochschlagen zu können. So, da sind wir. Okay, das Ding ist unter uns. Elektro. Elektro, Elektro. Das sind alles versiegelt. Ah, ja, genau, ich sehe es. Okay. Was macht das denn nochmal? Ah, okay. Das ist diese Art von Rätsel, dass wir die Armbrust und so weiter drehen müssen, ne? Wir sind ja geladen, das heißt, er zieht ja auf uns. Ist ja in Ordnung. Ja, da oben. Was ist hiermit? Es dreht sich nicht mehr. Ach so, solange wir geladen sind, müssen wir halt aufpassen. Wobei, was ist das denn hier alles? Ich glaube, wir müssen das alles machen. Wir müssen hier so eine Verbindung herstellen, um das hier zu machen. Lass mich mal ausprobieren. Nee, genau. Das ist dann die Quelle. War das die Quelle? Okay, lasst mich nochmal aufladen. Dann würde ich die Armbrust so hinlenken, dass die dann auf die Dinger zielen. Warte, kann ich nicht schießen oder so? Nein. Ach so. Na, komm schon. Ich muss halt aufpassen, dass ich. Genau. Das haben wir. Das muss getriggert werden. Ah, dann ist es nicht die Quelle. Das ist unser Ziel. Was ist das nochmal? Ah. Roboter und so. Ah, die gibt es ja auch. Damit können wir direkt Ultis und so aufladen. Warte, das können wir mal aktivieren schon mal. Damit wir ein Bötchen hier teleportieren. Ach ja, erzeugen können. So. Erstmal gucken. Erstmal alles gucken. Was kann man machen? Was haben wir an Sachen? Da ist nochmal so ein Kristall. Okay, hier komme ich so nicht hoch. Also, hä? Ah, Moment mal, wieso war da gerade eine Verbindung da rein? Ach, dieser Roboter. Okay, weißt du was? Machen wir das. Zack. So. So. Weil der wird uns ziemlich oft auf den Nerv gehen. Das weiß ich jetzt schon. Zack. Schutzschild. Kann ich wieder auswählen, weil Cooldown weg war. Sehr gut. Na komm schon, kick dich runter. Ach, du bist hochgegangen. Alter, ich bin gerade hinterher gesprungen. Was bist du denn für einer? Ach, da drin ist das. Da ist auch ein Rätsel. Alter.
Was für ein Labyrinth. Jetzt bist du unten. Ich hätte mich hochklettern können, aber gut zu. Alter, ich bin genau in diese Ecke. So, lass mich doch hier. So, ne? So, zack, 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 zack. Hab dich gleich. So. Ich mag die nicht. Die sind so nervig. Aber dafür haben wir auch 4 Sterne gekriegt. Okay, dann wird es unser Ziel sein, dass sie alles wahrscheinlich mal aufräumen zu müssen, ne? Na komm schon. Schutzschild, jetzt kann ich dir schaden. Oder auch nicht. Jetzt bist du. Alter, wann kann ich dich eigentlich schaden? So. Ganz ehrlich, wird kein Lebensberg angezeigt und der kann erstmal hier rummoven und so. So, zack, 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 zack. Immer mit den E's und so spielen mit Kay und Euler. Bam. So, haben wir dich jetzt auch jeden Moment. Genau. Schutzschild. Ja, Ulti von Lisa lasse ich jetzt. Na, du brauchst nicht mehr viel. Du brauchst nicht mehr viel. Gib mir deinen. Okay, Chaosvorrichtung. Wenigstens eins. Okay, da war aber noch so ein Gitter gewesen. Komme ich vielleicht von da oben irgendwie rein? Ja. Ja. Reliefstein. Jetzt muss ich erstmal wieder hochklettern. Ja. Vielleicht geht das Tor dann auf. Wenn ich das hier irgendwie miteinander verbinde, wisst ihr? Ich habe eine Verbindung, okay. Aber das Ding geht nicht auf. Genau, weil das muss ich holen irgendwie, ne? Ha. Lass mich nochmal hier schauen um die Ecke. Nee. So, kurz Augenblick warten. So. Nee, das reicht nicht. Da ist noch so ein. Oh, der Ding kommt. Sieht so merkwürdig aus, so ein Roboter-Qualle-Ding. Okay, vielleicht muss ich den woanders hinführen, wisst ihr? Na, da ist die Reichweite schon nicht mehr ausreichend. So, jetzt könnte ich... Ah, eins bräuchte ich noch irgendwie hier. Einen von den Relais, um das hierhin zu verbinden. Okay, was haben wir denn noch? Irgendwo liegt da noch irgendwas? Doch, irgendwo müsste doch was sein, oder? Nee. Irgendwo übersehe ich noch eins. Oder muss ich mich wirklich ketten? Also Teil des Systems sein. Komm. Machen wir es so. Ja, komm schon. Ein bisschen näher kannst du gerne kommen. Ulti, zack. Chaos Ulti, zack. Zack, zack. Und durch die Reichweite versuchen, irgendwie eine Kombo rauszukriegen. Kristallisation immer in etwas. Ulti von hinten, zack und... Ja, okay. Schutzschild jeden Moment ready und... Zack. 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 Weil da würde ich diesen Baum hier gerne nutzen wollen. Ach, eigentlich könnte ich mich dahin bewegen, aber na gut. Machen wir es halt doch. Klassisch, komm. Schutzschild noch nicht ready. Verwirbelung, zack, 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 zack. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hier Supraleiter auslösen. Das ist das Schöne an der Ulti von Kaya. So. Ah, du brauchst nicht mehr viel. So. Das droppst du, das droppst du. Okay, weil dann kann ich das hier irgendwie... Ja, für das Ding hier, ne? Aber... So, das war diese Impulskanone. Nee, ich will gerne hier irgendwie... Warte, ja doch. Ich hab's ausgelöst. Ach nee, das triggerst du nicht? Warte mal. Was triggerst du denn stattdessen? Och, das Ding ist wieder verschwunden.
Wartet mal, irgendwie. Ach, komm schon. Kletter ich hoch. Hä? Moment mal, was ist das für ein Rätsel? Gerade stehe ich voll auf dem Schlauch. Irgendwo fehlt mir was. Was ist denn hiermit? Da ist auch einer von diesen Dinger zum Laden. Okay, ja. Das heißt, ich habe irgendwas falsch gemacht mit der Armbrust. Also auch Armbrust sage ich jedes Mal dazu. Ach, Bücher. Gibt es gleich eine Storyline oder so? Die Architektur dieser Ruine ähnelt dem, was auf Strukturen auftaucht, die bis zum Arkenton-Krieg zurückdatiert werden können. Doch wir müssen das noch genau untersuchen. Es ist einfach eine Schande, dass es mir meinen aktuellsten Forschungsthema nicht erlaubt, für längere Zeit hier zu bleiben. Gar kein Hinweis oder so. Irgendwas habe ich hier falsch gemacht. Zack. Na, was ist hiermit? Warte mal, hat sich das vielleicht resettet? Ach so, nee, das sind die Dinger, die weggehen und kommen. Ach, schaut mal da oben, da ist ja auch noch etwas. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht können wir uns einen guten Überblick verschaffen, aber das scheint, die Dinger müssen wir irgendwie aktivieren oder in so ein hier ein Netzwerk einbinden. Die Rätsel, also die Rätsel sind die, die ich hier noch nicht so oft gemacht habe. Deswegen weiß ich nicht, wo ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber... Ja, kurz warten. Wie komme ich denn jetzt am besten hier hochgeklettert? Wahrscheinlich so. Ich hätte Noel nehmen müssen. Noel kann ja besser klettern als Eula zumindest. Ja. So, kurz ausruhen und dann versuchen über den Bogenseite, also hier hochzukommen. Hier ist nichts. Also nur da oben. Okay. Ja, wie setze ich den Relais? Den... Moment mal. Hier haben wir was hier. Ach, kann ich den Relais irgendwie in der Luft droppen, wenn ich hier gleite, dass ich das dann sozusagen miteinander verbinde? Ich weiß es ja nämlich nicht. So. Weil dann öffnet sich vielleicht das Tor, dann kann ich das weiternehmen und immer so weiter, wisst ihr? So. Genau, hier komme ich am besten raus. Genau, dann kann ich doch hier am besten klettern. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß es echt nicht, weil von den Rätseln haben wir nicht viel gelöst. Waren relativ easy oder irgendwann fehlt so ein kleiner Ding oder noch ein Relais oder so. Und dann habe ich halt erstmal sein lassen. Weil dann auch andere Sachen wichtiger waren. So. Ja, das geht schon mal. Aber ich brauche hier noch ein Relais, um dahin zu kommen. Weil ich ihn viel zu nah habe. Wobei, nee, das hätte auch kein... Was ist das denn für einer? Das sieht irgendwie anders aus. Warte, ist hier oben vielleicht auch noch irgendwas? Nö, hier ist nichts versteckt. Gut, man kann die Relais also in der Luft droppen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir gemacht haben. Jetzt, wo ist einer von den Bäumen? Hier. Ach, keine Ausdauer mehr. Hüff. So. Ah, ich bin viel zu weit weg dafür. Komisch. Ich muss das irgendwie anders lösen. Was konnte ich damit machen? Die müssen doch zielen und ja, dann kann ich die Dinger triggern. Ich glaube, das mit der Armbrust kommt später. Ich muss ja erstmal alles entsiegeln. Das ist ja klar. Wenn ich das alles entsiegelt habe, wobei vielleicht gibt es noch bei den Nachbarninseln was. Erst dann kann ich halt sozusagen die vier Dinger machen. Wenn ich das gemacht habe, wird wahrscheinlich das Wasser dann hier und alles. Da unten ist auch so ein Elektrokraner-Ding. Ja, okay.
Das leuchtet aber. Kann es sein, dass es, wenn es in der richtigen Position ist? Ja. Okay, ich warte mal einen kurzen Augenblick. Ich will nämlich den hier drehen. Der scheint nicht richtig zu sein. Weil wenn ich mich jetzt bewege... Okay. Weil der leuchtet halt komisch auf und der leuchtet komisch auf. Ist ja in Ordnung. Wenn ich jetzt den hier lenke... Wo ist denn der nächste... Hä? Warte. Wo habe ich gerade das Ding getriggert? Warte mal. Hä? Achso, da oben. Ah ja, okay. Dann muss ich es doch machen. Einmal Dings nehmen, rüberfliegen und dann die Stellung halten. Weil jetzt, wenn ich Dings, seht ihr, dann bin ich nicht mehr mittig. Okay. Ach, Mist. Ne. Na? Jetzt leuchtest du. Okay. Alle leuchten. Ich habe gerade T gedrückt, ne? Also, holy. Okay, das leuchtet. Also hier, das hier leuchtet und das hier leuchtet. Okay, das hier leuchtet. Einer fehlt, der hier fehlt. Okay, hier war aber auf jeden Fall einer von diesen Bäumchen gewesen. Ja. Welches? Das war betroffen. Okay. Dreh dich. Jetzt sind die... Okay. Wenn ich mich jetzt bewege und das dreht sich weg, kann sich nicht wegdrehen. Das hat bestimmt irgendwie ein Zeitlimit, oder? Ah. Hey! Es ist doch einfacher als gedacht. Aber es ist noch nicht fertig. Hey! Gut, wäre auch zu einfach. Jetzt müssen wir diese Relais verbinden, auf irgendeine Art und Weise. Jetzt ist aber meine Frage, spenden die auch irgendwie Elektrizität oder so, wenn ich jetzt ein Relais hänge? Kann ich die miteinander verbinden? Das heißt, ich hole mir noch so ein Relais-Ding, weil das ist ja mittlerweile despawned wieder. Hier runter... Und das da. Okay, jetzt kann ich hier hochklettern, genau. Irgendwie fehlt mir für meinen Geschmack ein Relais noch, aber... Mist. Nein, bitte komm hoch. Ach, so. Sonst müsste ich einmal rumlaufen. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Wie ich mich kenne, habe ich bestimmt noch irgendetwas übersehen, aber... Lasst mich mal schauen, wenn ich dort... Das Relais ist wieder respawned. Weil das Ding, Symbol war ausgegraut. Also, Fakt ist, ich muss es hier nutzen. Heißt das? Das verbindet sich ja hier irgendwo unter der Erde mit den einen. Und dann muss ich irgendwie hier stehen, dass ich den hier verbinde. Das will ich noch machen, abschließend, schätze ich mal. Und dann... So, warte. So? Ne, der verbindet sich so nicht. Okay, gut. Passt ja erstmal. Es wäre halt so hilfreich, wenn irgendwie so ein Ring eingeblendet wird, der mir zeigt, wie weit ich mich entfernen darf. Wenn ihr wisst, was ich meine. Da ist doch noch eins drin. Diesen Relais müssen wir irgendwie rauskriegen. Dann kann ich oben die Kette machen. Dann wäre das ja gar kein Problem. Na. Seht ihr, das ist schon zu weit weg. Da, verbunden. Okay. Ist das damit verbunden? Tatsächlich, okay. Und jetzt muss ich, ich versuch's nochmal, mich als Brücke hier einzusetzen.
Deswegen nehme ich diesen Baum. Nein, 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 nein. Geht so nicht. Ha, ha, ha. Hat wohl nicht funktioniert. Kurz Ausdauer aufbauen. Hier unten ist ja nichts mehr. Also. Irgendwas fehlt mir. Klar, dass das da so krass leuchtet, aber. Haha. Es regnet. Na super. Ich brauche den zweiten Relais, damit ich den hier auslöse. Das ist die einzige Verbindung, die uns noch fehlt, um das wahrscheinlich zu befreien. Nur da oben haben wir auch was Interessantes. Soll ich runtergehen? Naja, gut. Na, ich schätze, ich mache jetzt Schluss. Hier ein guter Cut, weil sonst, ja, werden wir ewig dran hängen wollen. Und das wäre vielleicht nicht so schön. Also, wie es weitergeht, naja gut, ich muss selbst überlegen, ob ich dieses Rätsel noch versuche weiter zu lösen. Ich bin halt sehr motiviert, also wahrscheinlich ja. Naja, aber jedenfalls, wie es dann weitergeht, werdet ihr dann sehen. Das heißt, lasst ein Abo da, damit ihr es nicht verpassen könnt. Und ihr supportet mich auch aktiv, auch am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.